Hi Leute, ich möchte euch mal kurz zeigen, wie eigentlich die Töne im Violinschlüssel alle heißen, und zwar von der ersten Hilfslinie unter dem Liniensystem bis zur ersten Hilfslinie über dem Liniensystem. Und es geht wie immer los mit einem Violinschlüssel und dann starten wir mit dem Ton C, den kennen wir schon. Von der C-Dur-Tonleiter, und genau damit geht es nämlich auch weiter. So, hier oben sind wir angekommen und jetzt zählen wir einfach die C-Dur-Tonleiter weiter. C, D, E, F, G, A, H. Und dann geht es wieder weiter. Nochmal mit der C-Dur-Tonleiter. C, D, E, F, G. Und wir landen schließlich beim A. Und um die Töne jetzt voneinander zu unterscheiden, haben wir hier den sogenannten eingestrichenen Oktavbereich. Und wenn wir wieder bei einem C ankommen, dann beginnt schon der 2 gestrichene Oktavbereich, und das machen wir einfach kenntlich mit einem Strich im eingestrichenen Oktavbereich, darum heißt er ja auch so, und mit zwei Strichen im zweigestrichenen Oktavbereich. Das sind alle Töne im Violinschlüssel von der untersten ersten Hilfslinie bis zur obersten ersten Hilfslinie. Und das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!